letzte Woche. Er steht schon auf der Matte. Der Gegenspieler braucht noch ein bisschen. Dritte Bundesliga, heute Sonntag, 2. Oktober 2022. Unentschieden in den Eingangsdoppeln. Da haben die Effeldliche gestern schon gepatzt, waren schon 0-2 hinten. Und jetzt der Neuzugang, erstmals beim TSV Winsbach aus Indien. Chandra, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der aktuelle indische Meister im Doppel. Und was das bedeutet, das sieht man vielleicht daran, die deutsche Nationalmannschaft hat heute in Chengdu, in China, leider und ein bisschen blamabel, würde ich fast sagen, gegen die indische Nationalmannschaft verloren. Und ich glaube sogar 3-1, weil die Nummer 1 der Inder 2 Punkte gemacht hat. Das hat im Besonderen eine spezielle Fußnote, weil jeweils die deutschen Spieler, also sowohl Beneduta als auch der Europameister Dangchu, 2-0 geführt haben und dann beide das Spiel noch hergegeben haben, was letzten Endes den Mannschaftssieg gekostet hat. Die Inder ja seit vielen, vielen Jahren ein tischtennisbegeistertes Volk. Peter Engel, ehemaliger deutscher Nationalspieler, mit Paul Link und Jan-Ove Waldner und Georg Scholt-Böhm 1985, deutscher Mannschaftsmeister für den ATSV Saarbrücken. Der war einige Jahre in Indien unterwegs als Trainer und Coach und der hat mir gegenüber ohne Ende geschwärmt, wie viele Talente es da gibt. Mittlerweile durch die Vernetzung im Internet sind dann auch ganz andere natürlich darauf aufmerksam geworden und man holt sich die Spieler nach Europa, nach Deutschland und sogar nach Winsbach. Und ich darf euch jetzt ein Riesenspiel versprechen, denn es spielt Chandra gegen Miroslav Horishi. Und er hat gestern schon grandios aufgespielt. Die Videos dazu ab nächste Woche auf dem Kanal Reinhard Starnbecher YouTube. Hat Guhmann unglaublich von der Platte gefegt, allerdings Guhmann gesundheitlich sehr gehandicapt. 3 Wochen lang gar nicht oder nur wenig trainieren können. Gegen den neuen Japaner, der Feldliche Tekaya allerdings. Da hat er sich zu schwer getan. Da habe ich, glaube ich, 1-3 verloren, aber das Spiel selber war grandios. Unglaublich gutes, tolles Tischtennis. Wie gesagt, schaut uns das an. Dann stand es auf YouTube und dann Tekaya gegen Horishi. So, dann muss ich gleich noch meine Kamera ein bisschen verstellen. Es wird wackelig, keine Sorge, weil wir ja da den Linkshänder haben und den wollen wir auch von links filmen. Ein bisschen gewund. Aber noch viel wichtiger ist natürlich Kiefer Mitbolstein gegen Borussia Düsseldorf. Mitboll mit Dangchu und mit Anton Kellberg. 22. September 2022. Ich durfte filmen als einziger überhaupt. Ansonsten sind die Rechte da bei den Profis. Spontent, Twitch. Aber
mein Freund und Videopartner Thorsten Kurkop hat den Rechteinhabern ein Angebot gemacht über Sponsoren. Und dann ging die Kombination rein. Der Kanal Business Tables Tennis Germany darf sie zeigen, bearbeitet, kommentiert von Thorsten Rotkopf. So, jetzt haben wir wieder ein Problem. Ich hoffe. Ihr hört die Ergebnisangabe. Thank you.
Danke. Nächster Satz auf dem nächsten Video, weil wir müssen die Kamera wieder in die richtige Position bringen. Diesmal für den Rechtssender.